Hallo zum nächsten Let's Test unserer Donkey Kong Jr. Math. Das Spiel beschränkt sich eigentlich darauf, dass man Matheaufgaben rechnet. 26. Da mache ich jetzt 4x6. Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, aber ich habe es einfach nicht kapiert. Und zwar ein Problem war, dass ich nicht kapiert habe, dass man auch auf die andere Seite gehen kann, wo der steht. Ich dachte, das ist sozusagen geteilt, dass der eine auf seiner Hälfte ist und der andere auf der anderen. Das war schon mal das erste Problem, was ich hatte. Das war, glaube ich, sogar das einzige Problem. Ich zeige das jetzt ganz schnell. Ich will das Video nicht so lang machen, weil ich das Spiel eigentlich ziemlich uninteressant finde. 8x8, okay, es geht. Zuerst die 8 natürlich. Der andere Spieler, der macht nichts. Das ist sozusagen, wenn man das zu zweit spielen will. Es gibt also hier gar keinen. Mache ich dann 9x9 oder 9x8? Mach ich lieber 9x8. Ich glaube, das geht schneller. Ach, jetzt muss ich sowieso darüber, um das Plus zu holen. Okay. Ah, da ist die 5 gleich in der Nähe. Das trifft sich ganz gut. So, nachdem man 5-mal gewonnen hat, ist das Ganze auch schon vorbei. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Okay, eigentlich schon, aber ich muss halt ziemlich viel laufen. Beziehungsweise klettern. So, jetzt hol ich mir das. Plus mal 6, genau. So, das war schon der erste Game Mode. So, als nächstes mache ich hier diesen Übungs-Game-Modus. Exercise nennt sich das Ganze. Ich mache jetzt hier einfach das 1x1. Und das ist 16. Weil ich dumm finde, dass man hier vorne anfangen muss. Also ich rechne das immer von hinten zuerst. Macht es eigentlich wieder so, denke ich. So, dann gibt es hier noch. Das ist 12. Also, man rechnet da 10 Aufgaben. Drüben zeigt es an, ob und wie viele man richtig hat. Also, das Ganze hat jetzt eigentlich keinen Sinn. Man rechnet einfach nur diese Aufgaben. Zu Übungszwecken ist es vielleicht ganz gut, aber das spielt sowieso keiner ernsthaft, denke ich mal. Wenn ich das mal so sagen darf. Wobei ich früher mal so ein Mathe-Spiel hatte. Für den DS und das habe ich eigentlich ganz gerne gespielt. Was? Nein! Ach, jetzt war das Problem. Ich wollte hinten anfangen und bin bis nach hinten durchgeklettert. Das ist die 4 jetzt richtig. Das ist natürlich Zufall, aber eigentlich 54. Zack. Ja, dass ich Aufgabe 6 falsch habe, ist natürlich peinlich, aber ich habe mich ja nicht verrechnet, sondern
Ich hab falsch gedacht. Aber ernsthaft, wenn man von vorne anfängt, dann kann man. Naja. Ich glaube, das ist nur bei dem 1x1 so, dass es von vorne losgeht, kann das sein? Und das war's schon. Okay, geht's weiter? Ach, jetzt. Dann mache ich jetzt mal noch das Minus hier oben. Und jetzt fängt es wieder von hinten an. Versand. Das müsste 8 sein. Das 2. Yep. Ach, das ist nervig. Dass man nicht gedrückt halten kann, das. 3. Nein, 3. Und 6. An den Rechenaufgaben merkt man halt schon, dass es eher für Kinder gedacht ist, das Spiel. Okay, es gibt auch die schwierigeren Aufgaben, aber das würde mir jetzt zu lange dauern. Weil man halt da auch mehr eingeben muss. 5, 2 und 3. Gut. Das ist 423. Genau, 23. Jetzt sind wir verwirrt. Ja? Hä? Ach, Junge. Ich hatte irgendwie die Zahlenfolge 1, 2, 3 im Kopf. Ich weiß nicht warum. So, das ist 2. Und das ist 6. Perfekt. Hundert 34. Gut. Ich wüsste gern, wie sich die Punktzahl zusammensetzt. Ach, das war schon. Ach, das ist ja nur. Okay. Ach, das ist so nervig. Das hätte man wirklich besser umsetzen sollen. Ach, da muss ich jetzt ganz runter, ne? Jetzt ist die Frage, ist da ein 10er Übergang? Ne, was? Ist das überhaupt 0? Nein! Ich wollte nicht mal 5! Puh, Junge. Ich habe gerade bemerkt, dass es überhaupt nicht 0 ist, sondern 8. Das hier 4. Okay, das ist einfach. Aber das ist wirklich. Zack. Das spielt ja wirklich keiner ernsthaft. Dafür ist die Steuerung viel zu umständlich. Ich denke mal, 11 Minuten reichen für das Spiel. Und dann tschüss.